Vielen Dank, Frau Antje, für die allwöchentliche Zementierung der deutsch-niederländischen Feindschaft. Weiter so. Auf ZDF Neo, liebe Zuschauerinnen, folgt nun das gendersensible Pimmelmagazin Fuck Me Gently mit Jan Streichelfried Böhmermann. Nelson Mandela, Madiba, hätte gewollt, dass Sie diese Sendung sehen. Neo Magazin, Folge 7. Das geheimnisvolle Bordell. Heute mit Frau Janine Michaelsen. Und hier ist der lustige Holländer von ZDF Neo, Jan Böhmermann. Dankeschön, vielen Dank. Herzlich willkommen zum Neo-Magazin. Frau Janine Michaelsen ist live zu Gast im Neo-Magazin und wir spielen eine weitere Runde des Stupid Phone. Cash, 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 Gebührenmilliarden für die dümmste SMS des Abends. Der, die oder das Hashtag der Woche. Millionen Fans warten da jede Woche drauf. Was ist diese Woche wieder der Hashtag der Woche im Neo-Magazin? Diese Woche lautet der Hashtag der Woche. Wenn Sie bei Twitter oder Facebook oder Knuddels oder sonst wo über diese Sendung schreiben möchten, Marderfucker. Hashtag Marderfucker. Hashtag Marderfucker. Und eine traurige Meldung gleich zu Beginn. Gestern ist der Dachstuhl von Bushidos Haus in der Nähe von Berlin abgebrannt. Menschen sind auf der Suche nach den Gründen dafür. Ich vermute, und ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und möchte mich auch nicht an den kriminellen, an den kriminalistischen Ermittlungen beteiligen, aber ich vermute, dass die Bauarbeiter in Bushidos Haus im Dachstuhl das neue Album, das aktuelle Album von K1 gehört haben. Und das waren so tighte, geile, heiße Rhymes und hotte Beats, dass der Dachstuhl einfach von selber angefangen hat zu brennen. Kann sein. Schockmeldung zu Beginn. Tausende Pornofreaks haben in dieser Woche Abmahnungen erhalten, weil sie sich bei redtube.com Pornos angeguckt haben. Es gibt übrigens nicht nur redtube.com, da müssen wir aus werberechtlichen Gründen darauf hinweisen. Es gibt auch YouPorn, es gibt Pornhub, X-Hamster und für die ganz Geilen unter Ihnen, Sie können einfach mal bei stern.de reingucken, da gibt es immer was. was ist denn jetzt illegal daran, wenn man sich bei RedTube Pornos anguckt? Haben die Leute vergessen, die zurückgespult zurückzugeben? Oder was ist da los gewesen? Warum? Was ist? Kann man doch machen. Deutschland wird mit Pornoabmahnungen überschwemmt. Man nennt es auch das Juristenbukake. Juristenbukake. Bukake, Kake, Kuchen. Auch für unsere Zuschauer hat das Folgen. Die Abmahnwelle geht durch Deutschland. Bitte schauen Sie ab sofort nicht mehr Folge 1 des Neo-Magazins in der ZDF-Mediathek. Da war Gina Lisa zu Gast und hat vor laufender Kamera versucht, ihr Image ein bisschen zu ändern. Auf einem Pferd, tief dekoltiert, mit wackelnden Brüsten. Es ist ihr, glaube ich, gelungen. Außerdem habe ich in Folge 1 meine Vagina gezeigt. Deswegen bitte nicht mehr weiter anschauen. Es gibt, da muss ich ganz kurz mal ernst werden, bei all dem Spaß hier im Neo-Magazin eine ernsthafte und für mich ganz tolle berufliche Perspektive, die ich heute Abend hier verkünden möchte. Sie haben es vielleicht gelesen, heute im aktuellen Bumsblättchen Stern ein großes Interview mit Markus Lanz. Da kam die Frage auf, wie geht es nächstes Jahr weiter? Macht Markus Lanz weiter bei Wetten, dass? Er hat sich ein bisschen um die Antwort drumherum gedrückt, denn er wollte mir den Vortritt lassen. Ich möchte an dieser Stelle hiermit offiziell bei ZDF Neo live im zweiten deutschen Internet und bei ZDF Neo bekannt geben, ja, Markus Lanz macht am Samstag das letzte Mal Wetten, dass? Und 2014 bin ich der neue Moderator im Hauptprogramm. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Es kann sein, dass die ZDF-Programmverantwortlichen nicht darüber Bescheid wissen. Es kann sein, dass beim ZDF noch keiner darüber Bescheid weiß, dass auch die Presseagenturen da nur Dementis von Markus Lanz und von der Produktionsfirma, von der Redaktion, vom Sender bekommen. Was die sagen, stimmt nicht. Ich mache Wetten, dass 2014. Es wird radikal verjüngt. Radikal. Es können meinetwegen die gleichen Gäste kommen, aber keine Ahnung, Mario Adorf, Ruth Maria Kubitschek, die müssen aber dann in der Show twerken zum Beispiel.
Und ich lade ansonsten nur Darsteller aus Köln 50667 ein. Einfach nur. Und die machen auch nichts außer rumsitzen, rumlungern, SMS schreiben. Das ist, weißt du, Elias Mbarek hat Ärger bekommen, weil er mit dem Handy gespielt hat. Demnächst kriegt man Ärger, wenn man nicht mit dem Handy spielt auf dem Sofa. Und wir machen endlich mal richtige Wetten. Ich habe zwei Freunde hier aus Köln-Ehrenfeld, iTunes und Typhoon. Und die haben ein Wettbüro am Laufen. Und wir machen nur Pferdewetten, Fußballwetten und Hahnkämpfe. Und meinetwegen kann Simino Rossi auch auftreten bei Wetten, das. Aber er muss halt dabei nackt auf einer Abrissbirne sitzen und einen Vorschlaghammer ablecken. Das wird Wetten, das. Und natürlich, damit wir junge Leute erreichen, wird Wetten, das komplett zu ProSieben verfrachtet. Ist ja klar. An meiner Seite mein treuer Begleiter, das Bodydouble von Manfred Krug und Helmut Kohl in Personalunion, William Kohn. Hallo, William! Hallo, William! It's such a perfect day. Toller Tag heute. Nur morgen ist Freitag, der 13. Nicht vergessen, muss, glaube ich, damit das kein Unglück bringt, eine schwarze Katze anzünden und unter einer Leiter, eine schwarze Katze unter einer Leiter anzünden. Das reicht drüberfahren. Ach, es reicht drüberfahren? Ja. Joachim Gauck hat seinen Besuch bei den Olympischen Winterspielen in Russland in Sochi abgesagt. Gesundheit? Offiziell will er sein Fernbleiben aber nicht als Boykott gegen die neuen homophoben Gesetze in Russland verstanden wissen. Er hat einfach keine Zeit, sein Terminkalender ist rappelvoll. Joachim Gauck muss montags zur Montagsdemonstration und Dienstag bis Sonntag ist irgendwie Wochenende, da wird gechillt. Er kann einfach nicht, er hat einfach keine Lust. Was mich an dieser ganzen Meldung am meisten schockiert hat, Joachim Gauck ist noch Bundespräsident. Wusstest du, dass Joachim Gauck unser Bundespräsident ist? Seit wann denn? Na, ungefähr seit Roman Herzog. Ah, okay. Meinst du, so lange schon? Aber manchmal, wenn Joachim Gauck unser Bundespräsident ist, wir haben noch keine Bundesregierung. Die SPD stimmt ja erst morgen. Wir haben noch keine Bundesregierung. Wenn wir noch keine Bundesregierung haben, heißt das ja. Dann heißt das ja, dass Philipp Rösler immer noch unser Vizekanzler ist, wenn wir noch keine neue Bundesregierung. Und wenn Philipp Rösler. Und wenn Philipp Rösler noch unser Vizekanzler ist, dann heißt das ja. Nein! Dass Guido Westerwelle immer noch unser Außenminister ist. William, wir. Wir sind umzingelt von Feinden in Europa. Um uns Dänemark, Holländer, Schweizer, Tschechen, Österreicher, Schweizer. Wir sind schutzlos seit Monaten in der Mitte von Europa. Wir können uns nicht wehren. Wir haben keine handlungsfähige Regierung. Wie oft wurden in den letzten 100 Jahren schon uns dann von den feindseligen Nachbarvölkern Europas überrollt? Was machen wir denn jetzt, William? Sollen Sie kommen? Danke, William. Es ist immer schön, einen starken Freund an seiner Seite zu haben. In der vergangenen Woche war Frank Elstner bei uns zu Gast. Ganz anderes Thema, hatte auch einen Absolventen seiner Frank Elstner Moderationsschule im Handgepäck dabei. Der Florentin Will. Haben Sie vielleicht letzte Woche gesehen im Neo-Magazin? Das war für uns ganz toll und neu, weil es war der erste Mensch überhaupt, der jemals, ein Mensch mit echter, richtiger Ausbildung, der hier das erste Mal seinen Fuß auf das Studiogelände gesetzt hat. Normalerweise die Mitarbeiter hier bei der Bild- und Traumfabrik, bei ZDF Neo, alles Leute aus dem Tierheim geflohen oder bei Bundeswehr rausgeworfen oder sowas. Und er war der erste mit richtiger Ausbildung. Wir haben direkt gesagt, Herr Elstner, hier sind 50 Mark. Wir nehmen, Frank Elstner bezahlt noch in D-Mark. Er ist von einer ganz alten Schule. Wir haben gesagt, hier, Herr Elstner, 50 Mark. Wir nehmen den Florentin. Er soll bei uns jetzt mal die seriösen, journalistisch fundiert recherchierten Stücke machen. Und ich freue mich sehr, dass er heute zum allerersten Mal auftritt hier im Neo-Magazin. Der erste Mitarbeiter mit richtiger Ausbildung, Absolvent der Frank Elstner Moderationsschule, unser Journalist. Hier ist Florentin Will. Hallo, grüße Sie. Hallo, Florentin. Florentin, schön, dass Sie da sind erstmal. Wir bleiben, denke ich, beim Vornamen und dem Sie. Das habe ich von Giovanni Di Lorenzo gelernt. Ja. Der Vorname, das macht Nähe, aber das Sie macht auch Distanz. Gerne. Kann man es auch gleich bleiben lassen, aber egal. Florentin, welches journalistische, seriös recherchierte Stück, welches Thema haben Sie uns heute mitgebracht? Tiere 2013. Tiere? Ja. 2013, wieso? Ich dachte mir, Lanz hat ja schon die Menschen 2013 gemacht und irgendjemand muss ja auch mal auf die Tiere gucken. Ne? Ja, okay. Was sind denn die Tiere 2013? Ich habe eine Top 3 gemacht. Ah, sehr gut. Top 3-Listen sind super, ja. Komm, auf Platz 3 der Tiere 2013 ist die Katze. Die Katze? Mhm. Da werden die ersten
es schon gemacht. Das gibt's gerne. Gibt. Warum? Völlig verdient. Ihre Augen leuchten im Dunkeln. Mhm. Ja. Sie hat sehr, sehr gute Reflexe. Gute Reflexe. Und ich habe leider in diesem Frühjahr, als mein Golf noch funktioniert hat, eine auf der Landstraße überfahren. Oh. Deswegen dachte ich mir also als Wiedergutmachung vielleicht jetzt Platz 3 der Tiere 2013 soll okay. Nochmal. Okay. Und auf Platz 2? Auf Platz 2 der Tiere 2013 ist der Hund. Ah, der Hund. Das ist überraschend. Warum? Weil im Sommer, wie gesagt, als mein Golf noch funktioniert hat, habe ich leider aus Versehen die Leine von meinem Jack Russell Terrier Volta ganz blöd in der... Wie heißt Ihr Hund? Volta. Ihr Hund heißt Volta? Völlig richtig, ja. Ah, okay. Volta. Und da habe ich ganz unglücklich die Leine in der Autotür verheddert und... ja, ich habe das leider erst gemerkt, als ich dann im Gardasee angekommen bin. Oh, okay. Ja, das und? Heißt, auch hier nochmal, um mich zu entschuldigen, Platz 2 der Tiere 2013, genau wie im letzten Jahr schon, der Hund. Okay, und welches Tier ist auf Platz 1 bei Tiere 2013? Auf Platz 1 der Tiere 2013, Herr Böhrmann, ist das der Marder. Böhrmann heiße ich. Böhrmann. Böhrmann, ja. Der Marder. Der Marder ist Tier des Jahres, Tier, der Marder. Und warum? Und als ob das nicht noch genug werde... habe ich selber einen kleinen Film zusammengeschnitten über das Tier des Jahres, den Marder. Sie haben einen, ja, dann können wir doch mal, ich habe zum Glück hier für Ihre Minidisc einen Minidisc-Player. Und dann, gerne, Herr also schauen wir mal, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr, Florentin Will, Absolvent der Frank-Elstner-Moderation, unser Betriebsjournalist von Frank-Elstner abgekauft, hier also einen selbstgemachten Film über das Tier des Jahres 2013. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht gesehen. Florentin, das ist dein großer Auftritt. Ja, schauen wir mal, einmal, gucken wir mal rein. Die einen halten ihn für ein possierliches, einheimisches Wildtier. Doch sein schmusiges Fell, die großen Augen und sein flauschiger Schwanz sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Marder zum Töten geboren wurde. Der Marder raubt dir deine Frau und setzt sie in sein Marderbau. Kinderfresser, Besserwisser, Marder sind im Stehenpisser. Nagelschleuder hauen in Bäuche, Marderhunde sind die Seuchen. Auto haben sie zerbissen, Marder haben kein Gewissen. Marder sind des Teufels Brut, Spuck in Feuer, Scheiß in Blut. Hass und Tod, der Marder, Mann, der Marder raus aus unserem Lande. Marder, keine Ehre. Ja. Vielen Dank, Florentin. Bis nächste Woche. Dankeschön. Vielen Dank, Florentin. Vielen Dank, Florentin Will, für diesen sauber recherchierten journalistischen Beitrag. Bei einer seriösen Umfrage, das ist ein komplett anderes Thema, aber manchmal sind die Themenwechsel so hart wie die Sendung von Frank Plasberg. Bei einer Umfrage kam jetzt heraus, dass jeder 10. Deutsche per SMS Schluss macht. Bei jedem 4. macht das sogar aus Versehen die Autokorrektur. Jeder 10. Deutsche macht per SMS Schluss. Die meisten allerdings nur, weil ihnen das der Viva Love Guru gesagt hat. Hier im Neo-Magazin gibt es die einzige Gelegenheit im deutschen Fernsehen, wo Sie mit einer dummen SMS so richtig Cash abräumen können. This is the Neo-Magazin Stupid Phone. Und die Regeln sind denkbar einfach des Neo-Magazins Stupid Phones. Das sind unsere beiden Kandidaten. Zuerst die Lady. Es ist Betty aus Remscheid, aber jetzt aus Köln. Ein kleiner Applaus für Betty. Und Christian aus Bochum, der schon zweimal den Starlight Express gesehen hat. Das Einzige, was die beiden Kandidaten brauchen, ist ein Telefon, ein Smartphone, die Telefonnummer ihrer Mutter heute. Und wir brauchen natürlich noch einen Mann, der das alles kontrolliert, einen Notar, der aufpasst, dass diese beiden Kandidaten auch wirklich die SMS in ihr Telefon eintippen, die wir ihnen vorgeben. Hier ist Notar Adebisi! Notar, hi, Notar Adebisi!
Lothar, du bist vereidigter Sachverständiger beim ZDF. Du machst auch da die ganzen Verträge und alles. Und ja, wenn ein Sender geschlossen werden muss, bist du auch derjenige, der die Unterschrift unterschreibt. Der Erste. Ich muss viele Sender schließen. Und manchmal ist ZDF Neo auch knapp davor. Aber ich habe gesagt, wegen dir, ja, lasst uns weiterlaufen. Dankeschön. Vielen Dank, Lothar. Du kontrollierst jetzt, dass unsere beiden Kandidaten. Wo sind eure Smartphones? Habt ihr die da? Einmal die Smartphones raus. Ihr habt jetzt die Aufgabe, folgende SMS, die wir euch diktieren, in euer Smartphone einzutippen und sie an eure Mutter zu schicken, beziehungsweise die Nummer der Mutter einzugeben, aber noch nicht abzuschicken. Denn das ist ja das Spiel. Wer die SMS abschickt, räumt das Geld ab. Folgende SMS. Tragt jetzt bitte ein. An eure Mutter, noch nicht abschicken. Es geht los mit dem Wort Mama. Bitte in Großbuchstaben. Mama. Und dann drei Ausrufezeichen. Mama! Drei Ausrufezeichen. Mama, drei Ausrufezeichen. Nächstes Wort ist ganz alles klein geschrieben jetzt. Scheiße, Ausrufezeichen. Mama, Scheiße, Ausrufezeichen. Wenn gleich die Polizei bei dir anruft. Entschuldigung, wenn gleich die Polizei bei dir klingelt. Wenn gleich die Polizei bei dir klingelt. Doppelpunkt. Mama, Scheiße, wenn gleich die Polizei bei dir klingelt. Doppelpunkt. Ja? Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin und es nicht bitte groß schreiben. Mama, Scheiße, wenn gleich die Polizei bei dir klingelt, du weißt nicht, wo ich bin. Dann kommen drei Ausrufezeichen, eine Eins und ein Ausrufezeichen. Mama, Scheiße, wenn gleich die Polizei bei dir klingelt, du weißt nicht, wo ich bin. Drei Ausrufezeichen, eine Eins, ein Ausrufezeichen. Es tut mir so leid. Punkt. Mach dir keine Sorgen, Punkt. Und dann letzter Satz. Melde mich im Februar. Oder Mai. Kannst du bitte auch mal beim Christian schauen, ja, ob er das... Christian, bist du fertig? Ich muss das... kontrollieren. Ja, bitte. Noch nicht abschicken, bitte. Auf keinen Fall abschicken. Okay. Die SMS muss eingetippt sein. Alles großgeschrieben ist okay. Alles... im Februar oder Mai. Sehr gut, sehr gut. Alright. Dann geht's jetzt los. Ich lese mal die SMS vor. Mama, Scheiße, wenn gleich die Polizei bei dir klingelt, du weißt nicht, wo ich bin. Es tut mir so leid, mach dir keine Sorgen, melde mich im Februar oder Mai. Noch nicht abschicken. Okay. Ich lege jetzt, fange jetzt an, Geld auf den Tisch zu zählen. Und wer zuerst hier auf, ach komm, wer zuerst Motherfucker sagt, Motherfucker, wer zuerst Motherfucker sagt, der bekommt das Geld, muss aber auch die SMS abschicken. Ja? Verstanden? Okay, ja, verstanden. Wer zuerst Motherfucker sagt, bekommt das Geld, muss aber auch die SMS an seine Mutter abschicken. Okay. Okay, los geht's. 20 Euro. 40 Euro. 60 Euro. 80 Euro für diese SMS an die Mutter. 100 Euro. Motherfucker. Haha! Betty! 100 Euro? Ja. Betty? Nota, bitte. Kontrollieren. Mama. Moment. Scheiße, wenn gleich die Polizei mit mir klingelt, du weißt nicht, wo ich bin. Es tut mir so leid. Ist alles korrekt? Sorgen, melde mich im Februar oder Mai. Ja. Super, dann bitte abschicken. Abschicken? Dann machst du hier. Einfach da? Ja. Alles klar. Vielen Dank, Betty. Das Telefon kommt jetzt mal hier rein. Alles den Rest der Sendung kannst du dir hinterher wieder abholen. Kein Problem. Was meinst du, wie wird deine Mutter reagieren? Entweder heißt das Kind, was hast du angestellt? Soll ich dich decken? Ist das schon mal öfter vorgekommen in eurer Familie? Nein, nein. Obwohl, nee, muss, also wir sind ja im Fernsehen. Also, nee, wir sind unter uns, wir sind ja, unter uns. Ja, weil ZDF ist wie am Küchentisch hier bei uns. Ach, wie am Küchentisch? Ja. Nee, also was man nicht weiß, macht keiner. Also, nee, ist nichts passiert, alles super. Ah, es antwortet schon jemand. Jetzt geht's los. Oh. Wir lassen das mal hier drin. Okay. Das waren 100 Euro. Mal gucken, was da jetzt noch so im Rest der Sendung überkommt. Herzlichen Glückwunsch, Betty. Dankeschön, Christian, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Das war das Neo Magazin Stupid Phone. Okay. Vielen Dank. Ja. Es vibriert, Betty. Ja? Es vibriert. Kann auch WhatsApp sein. Ja, kann auch so, ja. Nee, es ist schon, ich sehe, Anruf Mama. Gehst du mal ran, dass sie sich keine Sorgen macht? Ah, ihr seid gemein, ich sehe. The magic of broadcasting.
Ach ja, was wird's draußen kalt? Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die besten Weihnachtsgeschenke sind die originellen Weihnachtsgeschenke. Wo kriegt man die besten Weihnachtsgeschenke her? Die besten, die schönsten, teuersten, edelsten Weihnachtsgeschenke finden sich meistens in den Privatwohnungen der Paketzusteller, original verpackt und einfach so mitgenommen. Aber wenn man ein bisschen kreativ ist, einfach mal Heiligabend zur Tanke fahren, muss nicht sein. Man kann auch so ein bisschen Retro-Geschenke schenken. Dinge, die vielleicht die letzten 300 Jahre zum Weihnachtsbrauch dazugehörten, die man aber als Geschenk, als kreatives Geschenk ganz neu entdecken kann. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dieses Jahr zu Weihnachten eines der vielseitigsten Weihnachtsgeschenke überhaupt zu verschenken? Verschenken Sie doch mal eine Weihnachtsgans. Die Weihnachtsgans. Die vielseitigste Geschenkidee der Welt. Freude für jedermann. Ob als moderner Wanderrucksack, als praktische Thermoskanne für unterwegs oder als mollig warmer Muff. Eine Weihnachtsgans zum Fest der Liebe ist schöner als jedes Kinderlachen. Praktisch im Büro. Nützlich in der Werkstatt. Kuschelig an kalten Winterabenden. Das vielseitigste Geschenk zum Fest der Liebe. Eine Weihnachtsgans. Und auch Sie sind an Weihnachten nicht mehr allein. Hashtag der Woche, Motherfucker, und keine Sorge. Keine Sorge. Die Gänse wurden nach dem Beitrag, wir haben es versucht, sie wiederzubeleben. Sie wurden aber, keine Sorgen Sie sich nicht, regen Sie sich nicht auf, die Gänse wurden nach diesem Beitrag natürlich weggeschmissen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum allerersten Mal in der Geschichte des Neo-Magazins einen richtigen, echten, weiblichen, eine, also wie heißen die weiblichen, wie heißen nochmal die weiblichen Menschen? Menschen mit Menstruationshintergrund? Nein, kürzer. Kürzer. Frauen. Frauen. Dass wir zum allerersten Mal heute in der Sendung, die nominiert ist für den Goldenen Medienpimmel 2013, eine Frau zu Gast haben. Sie ist eine meiner Lieblingsfrauen. Moderiert nicht nur Joko und Klaas an die Wand im Duell Joko und Klaas gegen die Welt, um die Welt, sondern ist auch im Januar zu sehen in einer innovativen, groundbreaking, megamäßigen Millionärs-Facebook-Social-Media-Show in Pro7. Sie ist eine bezaubernde Kollegin, moderiert auch bei ZDF Hitler. Hier ist die einzigartige, unbeschreibliche Janine Michaelsen! Hi! Schön, dass du da bist. Na, wie läuft's? Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht, Herr Böhmermann. Sitzen wir uns wieder? Nee, jetzt gerade, weil ich es förmlich machen wollte. Ach so. Es ist alles schon so weihnachtlich und ich war letztens unser bei der Lieblingsstadt Bochum. Ah. Und ich sag mal, es ist ein, fast schon ein familiäres Geschenk. Bitte schön. Nein. Doch. Ist es das, was ich denke? Es ist glaube ich, das, was du denkst. Es ist eine Tasse vom Starlight Express. Es ist eine Tasse vom Starlight Express. Vielen Dank. Oh. Dankeschön, Janine. Ja, sehr gerne. Dann lass uns mal drücken. Oh, ist das schön. Es ist, das ist ja nett. Das rasanteste Musical der Welt übrigens. Steht ja, drauf. Ich war 7-mal drin. Ich kann alle Texte 9-mal. Auswendig. Was ist deine Lieblingslok? Ich wollte immer Pearl sein. Ja. Und irgendwann dachte ich, Pearl ist zu einfach, dann wollte ich Diner sein. Ja, ich finde ja... Und was ich mich frage, gibt es Ashley noch? Den Rauchwaggon? Ja, ist, glaube ich, abgeschafft mittlerweile. Im Zuge des Nichtraucherschutzes? Kannst du dich noch erinnern, dass es Rauchwaggons gab bei der Deutschen Bahn? Ach, ja. Wo man immer durchlaufen musste und man sah in diese Gesichter, es waren ja auch selbst die Raucher, haben sich ja nicht mehr getraut, da reinzusetzen. Ja, diese grauen. Diese Menschen zwischen Leben und Tod, die da irgendwie es nicht ausgehalten haben, auf der Strecke zwischen Solingen, Ohligs und Wuppertal noch eine Zigarette zu rauchen. Gibt's zum Glück nicht mehr. Ne? Ashley, weiß ich, gibt's noch Ashley? Wenn das jemand weiß, bitte gerne mal eben twittern. Wir sind ja in der Live-Sendung, da reagieren wir direkt drauf. Ashley und Buffy den Saufwagen. Den Buffy den Saufwagen? Ja, der Bierwagen. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Buffy und Ashley. Das wäre mal die Frage, ob es die noch gibt. Das würde mich mehr interessieren. Wir waren lange nicht mehr. Ich habe auch gehört, dass die teilweise Songs ausgetauscht haben, weil die anscheinend abgenudelt waren. Ja. Nein. Ja. Janine, viele unserer ZDF-Neo-Zuschauer kennen dich nicht, weil du bei ZDF Hitler moderierst. Eine Extremsportsendung da, unter anderem. Ja. Und alle, die dich nicht kennen... Wüstendreikampf. Wie, Wüstendreikampf? Ja, ja. Nee, ja, bei Hitler. Wir haben einen kleinen Einspielfilm vorbereitet, damit die Menschen mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Das ist Janine Michaelsen. Sie macht mich zum Millionär. Sie, Janine Michaelsen. Die heute 32-jährige Twitter-Tussi mit Abitur, die ausgebildete Bühnendarstellerin und ehemalige Musical-Hauptrollendarstellerin.
Nachdem die Mutter eines selbstgemachten Kindes weniger erfolgreich ein paar Monate eine Hotelbühne in Spanien betanzte, wurde Cyber Jenny durch ihre Moderation der Internetsendung Ehrensenf ein Begriff und brachte Olli Kahn und Katrin Müller-Hohenstein auf Usedom das Twittern bei. Janine Michaelsen moderiert eine Extremsportsendung auf ZDF Hitler. Sie verweigert sich inzwischen allen Interviews mit der Bild-Zeitung, hat sie in einer zu Recht in Vergessenheit geratenen Krawall-Talkshow geschworen. Verdient, verdient und nochmal verdient hat sich die Powerfrau mit der rauchigen Stimme zu 1Live und Pro7 hochmoderiert und darf nicht nur Joko und Klaas die Kotze hinterherwischen, sondern bald auch neben Elton die Millionärswahl moderieren. Waffle. Ich bin dann mal AFK. XOXO. Hashtag Motherfucker. Janine Michaelsen. Wir haben uns in der sehr umfangreichen Recherche zu dieser Sendung darüber Gedanken gemacht, ob wir dir diese Frage stellen können. Ich stelle sie jetzt einfach mal. Hast du schon mal von jemandem, von einem Mann, ein Nacktfoto übers Internet zugeschickt bekommen, weil er dich versucht hat, damit zu beantworten? Ist noch nie passiert? An dieser Stelle sehr gerne nicht. Ich bin ja über Facebook erreichbar. Nee, tatsächlich noch nicht. Keine Nacktbilder von Männern. Beim Chatroulette schon mal ausprobiert? Ich habe noch nie Chatroulette ausprobiert, obwohl ich aber mittlerweile mir sagen habe lassen, dass man ständig nur nackte Schwänze sieht, aber keine Köpfe dazu, was ja auch so halb interessant ist, ne? Ja, und vor allen Dingen nicht nur nackte Schwänze, sondern auch also kleine Geschlechtsteile mit unfassbar großen Hoden. Also mit so großen, sehr, sehr prallen Hoden. Also es tut mir leid, dass wir jetzt, wenn wir schon mal eine Frau da haben... Ja, dann müssen wir auch über Schwänze reden. Ja, es ist kein sehr gendersensibles Thema, aber trotzdem, warum ist das so, dass gerade Menschen mit kleinen Penissen und unglaublich dicken, prallen Hoden es zu Chatroulette zieht? Ist das so ein hormonelles Ding? Ich glaube, in erster Linie gerade weil. Und da kann man den Kopf abschneiden. Mhm. Das heißt, du siehst nur, ach. Und dann ist so der Zeigedrang. Was du dich im Büro nicht trauen kannst, das machst du dann abends im Internet. Endlich mal alles auf den Tisch legen. Bist du so eine Facebook-Herumhängerin bis nachts um 4 oder so? Nee, habe ich mal eine Weile gehabt. Und dann hat mir irgendjemand erzählt, wenn ich damit aufhöre, dann sind wir Freunde und können sprechen. Und dann habe ich aufgehört damit. Aber ich habe, doch, man kann sich schon mal verlieren. Aber man sollte das nicht tun. Wir haben Schwierigkeiten, Frauen in die Sendung zu bekommen. Woran kann das liegen? Ich weiß es nicht. Wir haben alles versucht. Wir haben Ali Schwarzer teilweise Schachtelsätze geschickt. Wir haben die versucht, innerlich. Aber du dachtest, du wolltest Frauen. Weil wieso Ali Schwarzer ist auch eine Frau? Ja, aber welche Frauen außer Ali Schwarzer wolltest du denn noch haben? Also wir hast du die auch gefragt? Ja, das wir ist haben der Punkt. Frauen, die möchten ja gerne eingeladen werden. Die rufen ja wahrscheinlich nicht an und sagen, Jan, ich möchte so gerne mal in deine Sendung. Natürlich, also wir haben alle Frauen, die ich kenne, also zwei, gefragt. Ja. Und es wollte keiner kommen. Nee, ist die Sendung nicht feminin genug? Wir haben jetzt extra so eine Blümchentapete oder ist es zu platt? Nee, ich finde schon allein, du machst die Sendung sehr feminin. Dankeschön. Und auch die Blümchentapete. Daran kann es nicht liegen. Hm. Vielleicht ist es was für nächstes Jahr, dass wir einfach da versuchen. Vielleicht. Hm. Vielleicht musst du auch einfach noch mehr. Ja, wobei diese Musical-Nummer, die zieht schon Frauen eigentlich. Ja, ja. Habe ich auch gedacht. Frauen und Ross Anthony halt. Ja, aber wer kann, der kann, ne? Riecht Elton? Nee, also ja, aber gut. Ja, nach was denn? Nach geduschtem Mensch. Am 9. Januar startet die Millionärswahl in Pro7. Das ist das nächste Projekt, wo wir dich sehen, beziehungsweise als Moderatorin von Joko und Klaas gegen die Welt, gegen den Rest der Welt, schön, die Umi-Welt. Das ist noch kurz vorher. Da freuen wir uns sehr drauf. Schön, dass du da warst und dass du eine Lanze gebrochen hast für die Frauen. Und vielleicht hast du auch mal Lust, zu Wetten, dass zu kommen. Ich mache ab Januar ja, Wetten, dass. Ja, ich freue mich sehr. Wird eine super Show. Wir haben, ja, also ist noch, William, hast du eigentlich Bock mitzukommen zu Wetten, dass? Nein, da müsste ich doch die Kleider von der Hunziker anziehen. Und aber das mag ich wunderschön. Nicht. Schön, dass du da warst. Danke. Dankeschön. Janine Michaelsen, ja. Bleib mal kurz sitzen. Vielen Dank, bezaubernd. Schön, dass Sie mit dabei waren. Nächste Woche, Donnerstag. Die große Weihnachtsspezialausgabe vom Neo Magazin. Eine Stunde lang das Weihnachtsspecial mit vielen, vielen, vielen tollen Gästen. Dafür eine Viertelstunde später um 23.15 Uhr im ZDF Neo, aber natürlich ab 20.15 Uhr wieder im zweiten deutschen Internet. Heinz Strunk mit dabei, Caroline Kebekus und viele, viele mehr. Schauen Sie also nächste Woche wieder rein. Das war's für heute. Vielen Dank Mola Adebisi, Janine Michaelsen, William Cohn, Publikum. Dankeschön. Bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank. This show was not funny, Janni. Themenwechsel.
Ich schaute an dieser Stelle ein paar Props hinaus an Magdalena Fournillier aus Oberursel, die mir dieses Meisterwerk der Strickkunst ausgeliehen hat. Wenn auch Sie einen Showpulli für mich haben, her damit. Größe XXXL. Bitte senden Sie diesen unter dem Stichwort Pulligalli an die hier eingeblendete Adresse. Und bevor nun Kultknote, die hippe Blondine mit der subversiven He-Man-Frisur und dem alternativen Rotröckchen sich im Rahmen des unangepassten Szenemagazins Bambule für weitere Auftritte als Sidekick von Mario Barth auf RTL empfiehlt, hier noch ein peppiger Programmhinweis für alle Jugendlichen unter Ihnen. Skate, Surf and Blade. Das öffentlich-rechtliche Skate- und Boardsport-Magazin für junge Leute mit Frank Elstner. Uncool, warum man Longboardfahrer ruhig mobben darf. Retro-Welle im Kugellager-Segment. Warum nicht mal ABEC 1 statt ABEC 7? Religion und Boardsport. Is heaven really a halfpipe? Ja! Das und noch viel mehr bei Skate, Surf and Blade.